Ja, wir sind hier in Albstadt. Hier wird der erste Weltcup-Stopp von Cross-Country-Fahrer sein. Mich haben sie hier gebucht, sozusagen, um die Strecke ein bisschen attraktiver zu machen, auch für das Fernsehen. Hier machen wir so eine Uphill-Szene, wo du als Slalom, wie praktisch bergab, du als Slalom nur bergauf. Das heißt, du musst dich entscheiden, fährst du die linke Kurs oder rechter Kurs und dann geht es eben nebeneinander da hoch. Ist so, dass es relativ eng beieinander ist, die zwei Kurse, dass man beide einsehen kann, aber dass sie sich unterschiedlich hin und her ziehen von der Geschwindigkeit, weil dann ist natürlich interessanter. Am Schluss ist aber, beide Kurse sind gleich schnell.